Du willst nach Orkania? Kein Problem. Ich fliege dich. Das geht ganz schnell. Wie wär's? Nicht jetzt. Jetzt nicht, vielleicht später. Alles klar, sag mir wann, wenn du mich brauchst. Wo fahren die hin? Ah, die fliegen alle nach Orkania. Okay, dann nach Orkania. Ich dachte, die fliegen vielleicht woanders hin. Orkania? Klingt aufregend. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los. Halt dich fest. Alle guten Dinge sind drei. Haben wir eine kleine Aussicht bekommen. So, bevor wir jetzt mit ihm reden und weitergehen, hier rein. Orkania. Stille. Da ist was. Winder hört die Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vogelgezwitscher. Ich spüre des Frühlings Hauch. Endlich. Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Vogelgezwitscher, juhu! Jetzt haben wir die Pflanzen gerettet, die Vögel gerettet und den Wind geweckt. Toll, Winder, der Wind ist zurückgekehrt. Endlich. Wir müssen los. Lass uns dem König die frohe Kunde berichten. So. Bei sie vielleicht hat er jetzt was Neues. Nee, ich glaube, die haben auch nichts Neues. Lass uns dem König die Kunde berichten. Der Wind ist wieder da. Die Zugvögel können wieder losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Anerkennung an dich. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten und Flüche heilen. Winder erhält den Windzauber! Wenn du reisen möchtest, dann rede mit der Möwe. Windzauber? Das hat ihn erschreckt. So, Windzauber, den lesen wir uns gleich mal durch. Wirksam gegen alle Krankheiten. Okay. Jetzt könnten wir noch mal mit den ganzen Vögeln reden. Okay, die reden nichts Neues. Ey, ich wollte mit dir reden. Blöde Falle. Okay, ich glaube, die hier werden nichts Neues sagen. Vielleicht sagen die was Neues. Der Wind ist zurückgekehrt. Endlich können wir weiterziehen. Der sagt nichts Neues. Und der auch nicht.
Na gut. Es gab hier unten, gab es irgendwo auch eine Möwe, mit der würde ich gerne reden. Ich glaube, die war hier rechts, oder? Weg. Da, da oben rechts. Na gut, der singt nur. Dann fragen wir jetzt die anderen Vögel. Die anderen Möwen. Wohin die fliegen? So, wohin fliegen. Ach, vielleicht sollten wir vorher speichern. So, wohin fliegst du? Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent bringen. Keine Frage, Winner. Ich bringe dich, wohin du willst. Ich fliege jetzt ins Paradies der Tiere, nach Safarium. Winner, kommst du mit? Nicht jetzt. Jetzt nicht, vielleicht später. Alles klar, sag mir, wenn du mich brauchst. Und wohin fliegst du? Vielen Dank für alles. Der Wind wird mich auf einen neuen Kontinent tragen. Winner, ich fliege zu einer kleinen Insel namens Imbecilia. Kommst du mit? Nicht jetzt. Und wohin fliegst du? Winner, sag mir, wenn du nach Orkania zurück möchtest. Ich bin nicht jetzt. Okay, also der fliegt nach Orkania. Also ich weiß, Hauptgeschichte sagt Königreich der Tiere. Wir gehen hierher. Nach zur kleinen Insel Imbecilia. Nach Imbecilia! Das klingt interessant. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los. Halt dich fest. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war noch nie auf dieser Insel. Glaube ich. Das Königreich der Tiere ist sowieso so, so ein Wendepunkt. Ach, das sag ich dann später. Warum es so ein Wendepunkt ist. So, die Karte bewegt sich nicht, also hier scheint nirgendwo etwas zu sein. Ich kann auch nicht angreifen. Na gut, gehen wir einfach mal raus. Gibt's hier nichts? Offenbar gibt's hier nichts. Okay, das ist ein bisschen blöd. Na, Sanktum. Vielleicht können wir später nochmal her. Und vielleicht ist dann etwas da. Gut, also Wendepunkt. Warum ist das Königreich der Tiere ein Wendepunkt? Weil Darius und ich haben das Spiel ja schon als Kinder immer gespielt. Das war eines unserer Lieblingsspiele auf der Super Nintendo. Wir waren dann, ich weiß nicht, vielleicht 7, 8 Jahre, vielleicht sogar noch jünger, keine Ahnung. Ich habe das zwar auch immer alleine gespielt, auch oft alleine gespielt, aber sehr oft auch mit Darius. Und wir sind nie, beim Königreich der Tiere sind wir nie weitergekommen. Bis auf einmal. Oder zweimal. Wir sind immer am gleichen Punkt hängen geblieben. Immer. Und haben dann einfach irgendwann neu angefangen, weil wir keinen Bock mehr hatten. Und sind aber immer wieder bloß bis zu diesem Punkt gekommen. Wir sind nur zweimal an diesem Punkt drüber. Das eine Mal haben wir es dann leider vergessen und wussten es beim zweiten Mal nicht mehr. Wir haben dann wieder immer wieder neu angefangen. Und beim zweiten Mal haben wir es dann wieder weitergekommen. Und das habe ich diesen Punkt weiß ich heute noch. Und wir sind, wie gesagt, nur ein, zwei Mal über diesen Punkt drüber. Als Kinder, haben es aber nie geschafft durchzuspielen. Bis auf einmal. Nee, das habe ich alleine gespielt. Darius und ich haben das Spiel nie durchgespielt. Ich habe das alleine einmal durchgespielt. Einmal. Paradies der Tiere war das, oder? Keine Ahnung. Nach Safarium. Das Paradies der Tiere klingt interessant. Fliegst du mich? Natürlich, es geht gleich los, halt dich fest. Aber wie gesagt, wir sind nur zweimal da drüber.
Wahrscheinlich bin ich mit Darius sogar nur einmal drüber und dann einmal alleine, deswegen zweimal. Das könnte sein. Aber Terranigma habe ich damals nicht so vor 5, 6, 7 Jahren nochmal gespielt. Das war nur Illusion of Time oder so, auch nur weil mein Pa hat nämlich auch eine Super Nintendo. Und da hat er auch Illusion of Time, aber kein Terranigma. Und das habe ich einfach bei ihm mal gezockt, deswegen. Terranigma habe ich das letzte Mal tatsächlich gespielt, da war ich auch ein Kind. Also das ist schon um die 20 Jahre her. Da ging ich noch in die Grundschule, ging ich noch. Das war... Das sind jetzt 4 Jahre Studium, 4 Jahre... 4 Jahre Studium plus 3 Jahre Abitur. Lese ich gleich. 4 Jahre Studium plus 3 Jahre Abitur sind 7, plus 4 Jahre Ausbildung sind 11, plus 5 Jahre Hauptschule sind 16. Und irgendwann in der Grundschule, also 1. bis 4. Klasse, das heißt, es sind jetzt mindestens 16 bis 20 Jahre ist das her, dass ich das Terranigma das letzte Mal gespielt habe. Das ist heftig. Was ist geschehen, Winner? Es lebten unzählige Tiere hier. Es war wie im Paradies. Lonzo, das Nashorn. Kaminski, die Kröte. Und Leon, der Löwe. Leon war gerade Vater geworden. Was ist nur mit ihnen geschehen? Das Leben kann ganz schön hart sein. Bald nicht mehr. So, oh, da können wir speichern. Speichern wir gleich mal. Das Paradies der Tiere. So, wo geht's hier rechts weiter? Da wäre der Eingang. Ja. Ich glaube, hier ist nichts, aber ich hab noch nie versucht, in den Wasserfall, glaube ich, zu schwimmen, oder? Nein, okay. Willkommen beim Magier. Das ist der Blitzring, der... der Erdring verursacht ein Erdbeben. Also Blitzring kostet 2, Erdring 1. Das hier ist... bewirkt einen heftigen Orkan. Der Sturmring, glaube ich, kostet auch 2. Dann haben wir hier nochmal den Flora-Zauber und den Windzauber. Okay. Also sowohl den Orkanring hier und den Erdring würde ich gerne kaufen. Das sind mindestens einmal beide. Und dann schaue ich mal, was mehr kostet. Zum Beispiel kostet hier der Heilzauber mehr als der Entgiftungszauber oder so. Der Flora-Zauber mehr als der Windzauber, so. Naja. Was haben wir hier? So, das passt. Das passt auch. Hier haben wir beseitigt Folgen eines Fluches. Oh. Davon kaufen wir uns 8. Yep. Danke. Folgen eines Fluches. Waldkraut. Haben wir jetzt das auch. Ab sofort gibt's Flüche. Da könnte man weiter. Da könnte man tiefer. Wir gehen jetzt mal nach links. Ja, hier gibt's nichts. Na gut. Dann runter. Tierfels. Okay. Gut, ich glaube, da kommen wir den Wasserfall wieder runter. Kann das sein? Ja. Wo geht's denn hier dann weiter? Ich finde den Ort nicht mehr. Den Eingang. Hol mal. Wir können ja hier raus.
So, gehen wir erstmal hier runter. Savanne. Savanna. Ah, das ist Sü. Das sehen wir uns später an. Sehen wir weiter. Was es hier noch so gibt. Was haben wir hier? Die Schlucht. In dieser Schlucht zählt nur das bloße Überleben. Wenn du dein Leben liebst, solltest du umkehren. In dieser... Der sagt das Gleiche. Hier beginnt das Land der Dämonen. Geh besser nicht weiter. Das Land der Dämonen? Okay, also der sagt das schon, dann... Offenbar können wir hier noch nicht rein. Dann kommen wir da später bestimmt rein. An alles, was nach dem Paradies der Tiere ist, habe ich fast keine Erinnerung mehr. Wie gesagt, weil ich nur zweimal so weit gekommen bin. Meine Eltern haben das zwar öfters gespielt und auch öfters durchgespielt, aber dann habe ich leider fast auch keine Erinnerung mehr. Die haben auch das auch oft einfach weitergespielt, wo wir einfach nicht mehr dabei waren dann. Arabien. So, also ich sehe mir jetzt erstmal alles an, bevor ich hier irgendwo weitergehe. Reingehe. Möchte ich erstmal mir alles ansehen, wo wir hier überall hinkommen. Aha. Indus. Da kommen wir später hin. Ich weiß auch wann, da brauchen wir nämlich erstmal Wasser. Arabien, hier ist nichts, okay. Gut, also vielleicht habe ich ein, zwei Dinge übersehen, aber ich glaube, ich habe alles erkundet. Hier, gehen wir mal zurück. So, nach Süden gehen wir später. Jetzt möchte ich hier noch nach oben. Ah, ist hier noch irgendwas? Vielleicht in der Wüste. Nein? Na gut, dann gehen wir jetzt nach Süd. Aua, da war was drunter. Okay. Gehen wir erstmal hier weiter. Feuerkröte explodiert. Oha. Aua. Halt's Geld. Da ist nichts. Gut. Da. Ah, da kommen wir so schon weiter. Das finde ich sehr schön. Ja, gehen wir hier gleich weiter. Da kommen wir noch nicht hoch. Da könnten wir hier hoch. Sehen wir mal, was es hier gibt. Ah, da. Kommen wir in einen neuen Bereich. Okay, wir haben jetzt also zwei neue Bereiche. Und hier geht's gar nicht weiter. Dann gehen wir doch erstmal da oben weiter, oder? Wolke wird explodiert. Da liegt was. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Ah, oder es hat nur geblinkt wegen dem... Feuer, das da kaputt gegangen ist. Ah, die haben wir jetzt endgültig getötet. Gehen wir jetzt mal hier weiter. So. Okay, hier gibt es jetzt drei Wege weiter. Und wo geht's hier oben hin?
Als Dämonen auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als es je der Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Okay. Eine Wunderknolle. Und davon haben wir schon zu viel. Das heißt Wunderknolle oder Gegengift? Ich komme hier nicht durch. Na gut, dann halt so. Das Sonnenlicht bricht durch. Sehr schön. Dann sehen wir auch wieder ein bisschen besser. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein.